Die Sklavenhändler in Antebellum sind furchteinflößend, bösartig und gut organisiert. Zudem den Entführten zahlenmäßig überlegen. Aber was wäre, wenn sie dich entführen würden? Ich werde die gemachten Fehler aufschlüsseln und dir zeigen, wie man Antebellum besiegen kann. Wir beginnen in einer Sklavenplantage voller konföderierter Soldaten. Es ist ein ziemlich belebter Tag, an dem ein Zelt aufgeschlagen wird, Baumwollfelder abgeerntet werden und ein Sklave namens Eli gegen einige Soldaten kämpft. Seine Frau Amara rennt weg, als Captain Jasper ihr einen Vorsprung verschafft, bevor er ihr hinterher reitet. Der Captain fängt sie mit seinem Lasso und macht sich einen Spaß daraus, Amara zu verspotten, bevor er sie schließlich erschießt und ihren Körper zurück zur Plantage schleppt. Die Sklavenhändler beherrschen jeden Aspekt der Plantage. Es gibt so viele Soldaten der Konföderierten, die nur darauf warten, die grausamsten Dinge zu tun. Sie beobachten jeden Schritt, sodass jeder Fluchtversuch sehr sorgfältig geplant und ausgeführt werden muss. In dieser Nacht erhält Eden, unsere Hauptfigur, Besuch vom General. Er verlangt von ihr, dass sie ihren Sklavennamen sagt und als sie sich weigert, schlägt er sie zur Strafe dafür, dass sie zusammen mit Eli und Amara zu fliehen versucht hat. Er brandmarkt ihren Rücken mit einem heißen Eisen und erst dann gibt sie nach. Der General lässt sie zurück, während sie schwach aufsteht und zusieht, wie ein Schuppen zu brennen beginnt. 6 Wochen später machen Eden und die Sklaven bei der Baumwollernte eine Pause, als sie etwas hören, das wie Donner klingt, aber der Himmel ist ziemlich klar. Captain Jasper reitet vorbei und fordert die Sklaven auf, ihre Arbeit fortzusetzen und dabei zu singen. Die Sklaven weigern sich zu singen und pfeifen stattdessen eine Melodie, bis auf einen von ihnen, der seinem Freund etwas zuflüstert. Fast sofort wird der Mann von Captain Jasper geschlagen, der ihm droht, chill zu sein, während eine hochnäsige weiße Ho in einem Kleid vorbeireitet. Merkt ihr diese Frau denn, sie wird später wieder auftauchen. In ihrer Hütte schmiert Eden die Scharniere ihrer Tür, als plötzlich jemand klopft. Sie nimmt eine Bratpfanne in die Hand, öffnet die Tür und sieht, dass es Eli ist, der darauf besteht, dass sie es noch einmal versuchen müssen zu fliehen. Eden verwirft die Idee und betont, dass sie vorsichtiger sein müssen. Eden hat jedoch geübt, sich so leise wie nur möglich zu bewegen, was sehr clever ist, und die Tür zu schmieren, damit sie nicht quietscht, ist genial. Das sind hervorragende Details, die man bei der Vorbereitung einer Flucht berücksichtigen sollte. Die anderen Opfer könnten versuchen, jede Nacht das gleiche zu tun. Eden sieht, wie eine Gruppe von Menschen auf das Gelände gebracht wird. Sie eilt herbei, als Captain Jasper sie auffordert, sich neben die Sklaven zu stellen, die keine Ahnung haben, was hier vor sich geht. Die weiße Ho von vorhin kommt, um die Sklaven zu inspizieren und lässt ihre Tochter ihnen Namen geben. Eine von ihnen ist die Frau, die den Sklavennamen Julia bekommt. Captain Jasper stellt sich und die Plantage den Sklaven vor. Es handelt sich um eine Reformplantage, die von einer Division der konföderierten Armee erobert wurde und auf der die Sklaven bis an ihr Lebensende arbeiten werden. Keiner seiner Leute erlaubt den Sklaven irgendwelche Widerworte. Ja, sie verbieten ihnen sogar das Sprechen, weder untereinander noch ihren neuen Meistern gegenüber. Sie dürfen nur sprechen, wenn sie dazu aufgefordert werden und wenn sie auch nur daran denken, sich gegenseitig etwas zuzuflüstern, werden die Konföderierten das merken und sie dafür bestrafen. Die Flucht ist ein sehr gefährliches Unterfangen, denn jeder Schritt ist lebensgefährlich. Viele denken vielleicht, dass es am besten ist zu warten, bis sie entdeckt werden und den Kopf einzuziehen, aber für die meisten ist es nicht mehr akzeptabel, sich zu fügen. Es ist Zeit, sich zu wehren. Allerdings ist Nachgiebigkeit die einzige Möglichkeit, Zeit zu gewinnen, um einen Flucht- oder Racheplan zu schmieden. Wenn man nicht redet, ist das natürlich extrem schwierig, vor allem, wenn man mehr Hilfe braucht, um seine Pläne zu verwirklichen. Eine Möglichkeit, dies zu umgehen, könnte darin bestehen, ein Arbeitslied anzustimmen, um ein Gespräch zu verbergen oder eine verschlüsselte Botschaft zu singen, die wie eine Hymne klingt und nur von ihren Mitopfern im richtigen Kontext verstanden wird. In ihrer Hütte reibt Eden gerade die seltsamen Vertiefungen in der Wand des Gebäudes, als jemand an die Tür klopft. Diesmal ist es die neue Sklavin Julia, die sie sofort vor neugierigen Blicken ins Haus zerrt. Interessant ist, dass Julia Eden wiedererkennt, die für irgendetwas berühmt ist. So berühmt, dass Julia weiß, wo sie herkommt. Eden sagt ihr aber klipp und klar, dass das, was sie vorher war, keine Rolle mehr spielt. Julia kann es nicht akzeptieren, hier festzusitzen und verlangt, dass sie versuchen zu fliehen. Eine Idee, die Eden abwehrt, indem sie ihr die Marke zeigt, die sie letzte Nacht bekommen hat. Und Julia sagt, dass sie warten müssen und ihren Moment weise wählen sollten. Das ist ein Grund, den Julia nicht akzeptieren kann, denn sie ist schwanger und sieht, dass Eden ihr einziger Weg nach draußen ist. In dieser Nacht marschiert ein Zug konföderierter Soldaten in die Plantage ein und schreit Blut und Boden, was seltsam ist, denn das ist kein Kriegsruf der Südstaaten. Blut und Boden ist eine Ideologie, die mit Nazi-Deutschland in Verbindung gebracht wird. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass an diesem Ort etwas nicht in Ordnung ist. Die Soldaten nehmen ein üppiges Mahl in dem großen Zelt von vorhin ein, während die Sklaven daneben stehen und servieren. Sie warten auf den General, der den Soldaten zu ihrem Sieg über die Unionsarmee gratuliert und ihnen als Zeichen dafür einen Mantel eines Unionssoldaten zeigt. Er hält seine große rassistische Rede darüber, dass sie von Göttern abstammen, dass sie ihr Erbe behalten, dass Amerika ihr rechtmäßiges Erbe ist und zum Schluss lässt er alle Soldaten wissen, dass die Sklavinnen, die ihnen dienen, für alle ihre Bedürfnisse zur Verfügung stehen. Es ist eindeutig an der Zeit, Captain Jasper und alle anderen zu töten. Dieser Ort wäre ein perfekter Hinterhalt. Die Männer sind entspannt, halten keine Wache und sind mit ihrem Essen und Alkohol beschäftigt. Wenn es ein Vorwissen über dieses Ereignis gäbe, wäre es eine Möglichkeit, das Zelt mit den Männern darin in Brand zu setzen.
Zuerst können sie die Stangen herausschlagen, um das Zelt zum Einsturz zu bringen, sodass die Männer nicht mehr raus können. Dann würde ich das Zelt umzingeln, indem alle die Enden festhalten. Und dann würde ich es mit einer Öllampe oder einer Fackel in Brand setzen und zusehen, wie alles brennt. Ein junger Soldat ruft Julia an seinen Tisch und stellt ihr seinen schüchternen Freund vor, der ihr kaum sagen kann, dass er sie schön findet. Er stottert, als er sie auffordert, ihn zu bedienen, aber Captain Jasper kommt ihr zu Hilfe und sagt ihr, sie solle sich darauf vorbereiten, dem Soldaten alles zu geben, was er will. Als sie geht, erinnert der Freund des Soldaten ihn daran, dass er hier das Sagen hat und diese Frauen nichts tun können, um ihn aufzuhalten. In der Hütte des nervösen Soldaten unterhält sich Julia mit ihm und erfährt, dass er Daniel heißt. Sie dankt ihm für seine Freundlichkeit und lobt ihn, weil er nicht wie die anderen Monster ist. Plötzlich gibt er ihr aber eine Ohrfeige und alles Freundliche von vorhin ist verschwunden, als er sie anschreit, weil sie es gewagt hat, zu sprechen. Er hört erst auf, nachdem er ihr einen Tritt in den Magen versetzt hat und Schuldgefühle verspürt, bevor er geht. Eden horcht auf, als sie wieder diese seltsamen Einkerbungen in der Wand spürt. Okay, Zeit, Daniel zu töten. Dies könnte eine der wenigen Gelegenheiten sein, diesen Kerl zu töten, ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen. Der Rest der Soldaten ist beim Feiern und es wird erwartet, dass er die ganze Nacht in der Hütte ist und beschäftigt bleibt. Eden und ihre Freundin könnten einen Plan ausgeheckt haben, bei dem ihre Freundin den Mann ablenkt und Eden sich hineinschleicht, um ihn mit dem Brandeisen anzugreifen. Sie könnten ihn fesseln und herausfinden, wo die nächstgelegene Stadt ist, bevor sie ihn bewusstlos schlagen und seinen Kopf zertrümmern, was ihnen die Möglichkeit gibt, in der Nacht leise zu entkommen und Hilfe zu holen. Am nächsten Tag kommt Julia aufgrund ihrer Verletzungen zu spät zu den Baumwollfeldern. Sie bittet Eden um Hilfe, die darauf besteht, zu warten und zu schweigen, aber sie beginnt zu schreien, da ihr Rock blutdurchtränkt ist. Eden versucht, sie zum Schweigen zu bringen, während Captain Jasper sich auf den Weg macht, um Julia zu bestrafen, aber Eli gelingt es, ihn abzulenken, indem er ihn einen Verrückten nennt. Als er sieht, dass Julia blutet, befiehlt er Eden, sie in ihre Hütte zurückzubringen, damit sie sich ausruhen kann, während er zu Eli zurückkehrt und den Sklaven mit dem Tod seiner Frau verspottet und ihn damit bestraft, den Schuppen auszuräumen. Drinnen findet Eli Amaras goldene Halskette und erkennt, dass er die Asche seiner Frau aus dem Krematorium beseitigen muss. In dieser Nacht schläft Eden im selben Zimmer wie der General. Zeit, den General zu töten. Eine weitere große Chance. Das Risiko besteht jedoch darin, dass die Soldaten auch auf der Plantage leben, sodass das Verschwinden eines Soldaten am nächsten Tag schnell bemerkt werden würde. Das bedeutet, dass jeder Angriffsplan in derselben Nacht stattfinden muss, in der sie fliehen. Ich würde sein Konföderiertenschwert benutzen, es schnell ziehen und zustechen, bevor er sprechen kann. Das Gewehr des Generals könnte in Reichweite sein, aber Schüsse ziehen die Aufmerksamkeit des gesamten Lagers auf sich, also benutze es nur, wenn es auf der Flucht um Leben und Tod geht. Plötzlich geht ein Wecker los, der Veronica Henley zeigt, die in ihrem Bett neben ihrem Mann Nick aufwacht. Er fragt, ob sie wieder schlecht geträumt hat. Veronica könnte nicht unterschiedlicher sein als Eden, denn sie hat einen liebenden Ehemann, ein schönes Haus und eine frühreife Tochter namens Kennedy. Veronica macht sich frisch, trägt Lippenstift auf und führt ein Skype-Gespräch mit einer weißen Frau namens Elizabeth. Sie ist wirklich mies und hochnäsig. Man sollte meinen, dass sie höflich zu Veronica ist, aber sie ist rassistisch und spricht mit Veronica auf einer sehr herablassenden Art und Weise. Kurz bevor sie abreist, schenkt Kennedy ihr eine Zeichnung ihrer Familie, die sie mitnimmt, als sie ins Flugzeug steigt und auf dem Weg zum Hotel ist. Nach einer Yoga-Sitzung trifft sie sich mit ihrer Freundin Dawn. Sie verlässt ihr Zimmer und trifft sich mit einer anderen Freundin namens Sarah. Sie reserviert für Sarah und Dawn einen Tisch in einem Restaurant mit einer Concierge, die sehr unhöflich zu ihr ist. Sie ignoriert sie, um einen Anruf entgegenzunehmen und offensichtlich nicht glücklich darüber ist, die Reservierung für Veronica zu machen. Oben bricht eine Frau in Rot in Veronicas Zimmer ein und es stellt sich heraus, dass es sich um Elizabeth handelt, die Frau aus dem Skype-Gespräch. Sie benutzt und stiehlt Veronicas Lippenstift. Sie reißt Strähnen aus ihrem Haar, um sie auf dem Bett zu entsorgen. Sie verstreut und bringt Zeitschriften durcheinander und das Sahnehäubchen ist die Brosche an ihrem Kragen. Sie hat das gleiche Symbol wie das Brandzeichen, das auf Edens Haut eingebrannt war. Auf der Konferenz hält Veronica eine Rede über die Rolle der farbigen Frauen, ihre Lebensweise unter der Unterdrückung, wie sie die Zukunft sind und dass die größte Schwachstelle des Patriarchats seine Arroganz ist. Als sie mit ihrer Rede fertig ist, geht Veronica zurück in ihr Hotel, um sich für die Nacht fertig zu machen. Und als sie im Aufzug ist, kommt dieses unheimliche kleine Mädchen herein. Nicht nur sieht sie aus wie das kleine Mädchen von der Plantage, sondern sagt Veronica auch, dass sie still sein soll, weil sie sonst Ärger bekommt, wenn sie redet. Als sie im Restaurant ankommen, wird ihnen ein winziger Tisch direkt neben der Küche zugewiesen, obwohl es in der Nähe viele andere, schönere und leere Tische gibt. Nach dem Essen springt Veronica in ihren Uber, aus dem Musik dröhnt und erst als sie einen Anruf von ihrem eigentlichen Uberfahrer erhält, merkt sie, dass sie von Elizabeth entführt wurde. Niemand hört ihre Schreie, nicht einmal ihre Freunde, als ein Mann, der wie Captain Jasper aussieht, sie packt und niederschlägt. Zurück auf der Plantage hört Eden, wie der General an sein Handy geht. Also geschieht das alles noch in der heutigen Zeit. Und jedes dieser Opfer wurde von diesen radikalen Rechten entführt. Die Sklavenhändler gehen davon aus, dass sie an Intelligenz und Stärke überlegen sind. Ihre Arroganz ist ihre größte Schwachstelle. Der General schläft im selben Zimmer wie Victoria, ohne daran zu denken, dass sie versuchen könnte, ihn in dieser Nacht zu töten. Wahrscheinlich gibt es noch andere Dinge, bei denen sie nicht vorsichtig sind.
Äxte, die in den Holzschuppen liegen, Waffen, die in den Schlafzimmern liegen und Handys, die in den Pferdesätteln liegen. Wenn es einen koordinierten Plan gäbe, diese Waffen zu sammeln, hätten sie vielleicht eine bessere Chance, ihre Entführer zu töten und ihnen zu entkommen. Dieses Handy ist jedoch der absolute Schlüssel zu ihrer Rettung. Es ist ein Kontakt ohne ausgeklügelten Fluchtplan. Man merkt, dass Veronica bereits darüber nachdenkt. Ich würde auf jeden Fall versuchen, mich hinauszuschleichen, um es zu holen, aber wenn ich keinen Empfang hätte, würde ich vielleicht so schnell wie möglich mit dem Pferd ausreiten und dann den Notruf wählen. Es ist riskant und sie kennt die Gegend nicht und weiß nicht, wo der Ausgang ist, aber sobald sie ein Signal hat, würde die Polizei bald eintreffen und die Plantage stürmen. Am nächsten Tag, während der Feldarbeit, beschwert sich Captain Jasper über Julias Abwesenheit und befiehlt Veronica, sie zu holen, die ihre Leiche an den Dachbalken in ihrem Zimmer hängen sieht. Veronica erklärt, dass sie heute Nacht die Flucht ergreifen werden. Eli fängt daraufhin an, eine Melodie zu pfeifen und bald schließen sich ihm die anderen an. Ein Signal für sie, dass etwas passieren wird. Veronica kehrt in ihre Hütte zurück und bereitet sich auf den Moment vor, in dem der General kommt, um mit ihr zu schlafen. Sie ist wach und nutzt ihre Yoga-Künste, um aus dem Bett zu klettern, vorsichtig über die quietschenden Dielen zu gehen und die Tür zu öffnen. Draußen geht sie zu einer nahegelegenen Hütte und ruft Eli herbei, der sich zu ihr heranschleicht. Gemeinsam stehlen sie das Handy des Generals von seinem Pferd und stellen fest, dass sie das Handy nicht entsperren können. Sie hören, wie Corporal Daniel und sein sturzbetrunkener Freund vorbeilaufen und lassen das Handy versehentlich auf den Boden fallen, als sie sich verstecken wollen. Die beiden Soldaten finden das Handy und nehmen es mit, als sie in der Nähe der Baumwollfelder auf Patrouille gehen, ohne zu wissen, dass Eli und Veronica sich dort versteckt halten. Ein strategischer Nachteil ist, dass sie keine Ahnung haben, wo sie sich befinden. Tagsüber sollten sie die Richtung der ankommenden Leute beobachten, um eine gute Vorstellung davon zu bekommen, wo die Straßen sind und welche Richtungen zu vermeiden wären. Es wäre ein sehr kostspieliger Fehler, in den Wald zu flüchten, nur um dann beispielsweise an einem Fluss festzusitzen. Ein weiterer Punkt, den man im Auge behalten sollte, ist, wer wo schläft. Wenn sie am verwundbarsten sind, haben sie die Möglichkeit, sie im Schlaf zu überraschen. Daniel wird von hinten von Eli angegriffen, der ihn zu Tode hackt und das Handy an sich nimmt. Sie gehen zurück zur Hütte, wo Veronica versucht, einen Notruf an die Polizei zu tätigen, aber der Anruf wird unterbrochen, bevor sie erklären kann, was auf der Plantage passiert. Sie erkennen, dass sie das Gesicht des Generals brauchen, um das Handy zu entsperren und schleichen sich vorsichtig zurück in die Hütte. Der General ist inzwischen wach und bereit für einen Kampf. Es gelingt ihm, sowohl Veronica als auch Eli abzuwehren und den Mann mit seiner eigenen Axt zu töten. Wütend gelingt es Veronica, dem General einen Kessel auf den Kopf zu schlagen und ihn mit seinem eigenen Schwert zu durchbohren. Bevor er zu schreien beginnt, hätte sie das Schwert nehmen und es ihm in den Hals stechen können. Wenn sie bereits wusste, dass es die Nacht der Flucht sein würde, hätte sie ihn in seinem Bett töten sollen, bevor er das Zimmer verließ. Schließlich gelingt es ihr, das Handy zu entsperren und Nick anzurufen, um ihm mitzuteilen, dass er die Polizei rufen soll, sobald er den Standort erhält. Danach geht sie zurück ins Haus und stellt fest, dass Eli tot ist und nimmt seine Axt an sich. Sie wickelt den General in die Flagge der Konföderierten und schleppt ihn ins Krematorium, um eine Fackel zu holen. Plötzlich taucht Captain Jasper aus dem Nichts auf, aber es gelingt ihr, ihn auszutricksen und ihm zu sagen, dass der General verletzt ist. Er rennt in das Krematorium, um den General zu helfen und wird von Veronica eingesperrt, die ihre Fackel benutzt, um die Männer lebendig zu kochen. Sie hatte Glück mit der Leiche, aber es war riskant, mehr Zeit damit zu verbringen, ihn ins Krematorium zu schleppen. Es ist ihr zwar gelungen, die beiden anderen ins Innere zu locken, aber es war eindeutig ihr schnelles Denken. Wenn diese Idee geplant war, könnte es eine sehr überzeugende Möglichkeit sein, sie zu töten, bevor sie fliehen. Die Soldaten haben wahrscheinlich Patrouillerouten rund um die Plantage. Wenn sie diese beobachtet und sich gemerkt hat, könne sie die Soldaten überfallen und ihre Leichen im Krematorium lagern. Der nächste Schritt besteht also darin, sie abzulenken, aber die Soldaten sind über die gesamte Plantage verstreut. Das macht es also schwieriger für sie, sich zu befreien. Sie braucht also Ablenkung und das Feuer eignet sich gut dafür. Je größer das Feuer, desto mehr lenkt es die Aufmerksamkeit der Soldaten auf einen einzigen Ort. Veronica springt auf das Pferd des Generals und reitet los, während sie von einem Revolvermann verfolgt wird, der es nicht mit Veronicas Reitkünsten aufnehmen kann. Es gibt jedoch jemanden, der es kann. Elizabeth, die Kopfgeldjägerin. Elizabeth kann Veronica einholen, aber sie kann sie nirgendwo sehen, also fängt sie an, wild auf jedes Geräusch zu schießen, was sie hört, bis Veronicas Pferd in Sichtweite trabt. Veronica stürzt sich von hinten auf sie, fängt sie mit einem Lasso ein und schlägt Elizabeth die Scheiße aus dem Körper. Die Ablenkung durch das Pferd ist ein sehr kluger Schachzug, denn so hat sie die Möglichkeit, sie von hinten zu flankieren und anzugreifen. Sobald sie sie mit dem Seil gefangen hat, hätte sie den Nahkampf vermeiden und sie einfach sofort mit dem Pferd wegziehen sollen. Veronica reitet los, immer noch mit dem Lasso in der Hand. Elizabeth wird mitgerissen und schlägt mit dem Kopf gegen eine Statue des konföderierten Generals Robert E. Lee, was sie auf der Stelle tötet. Veronica reitet an einem Lager zur Nachstellung des Bürgerkriegs vorbei, als eine Schlacht in vollem Gange ist. Sie schafft es am Schlachtfeld vorbei und aus dem Antebellum Civil War Park heraus, wo Polizeiautos in Massen auftauchen. Am Ende werden die Opfer von den Polizisten gerettet. Das FBI untersucht die Plantage und der Antebellum Park wird für immer geschlossen. Aber was denkst du? Wie würdest du Antebellum besiegen? Lass es mich unten in den Kommentaren wissen. Gib dem Video doch ein Like, wenn es dir gefallen hat und abonniere den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal aber, wünsche ich noch einen verdammt guten Tag.